Natürlich sind alle Katzen wunderschön. Aber die Langhaarkatzen mit ihrem seidig glänzenden und luxuriösen Fell haben etwas Besonderes und Einzigartiges an sich. Neben ihrer Schönheit, die natürlich alle Langhaarkatzen gemeinsam haben, sind sie treue und anpassungsfähige Samtpfoten mit besonders hohem Kuschelfaktor. Hier ist eine Liste unserer Top 7 der langhaarigen Katzenrassen. Die sibirische Katze. Die sibirische Katze zählt zu den ältesten Hauskatzenrassen überhaupt und stammt, wie alle Hauskatzen, von der afrikanischen Wildkatze oder Falbkatze. Sie ist mittelgroß bis groß und zeichnet sich durch ein sehr dichtes, wasserabweisendes Fell aus. Sibirische Katzen gelten als intelligent und abenteuerlustig. So lernen viele Sibirer beispielsweise schon in jungen Jahren, sogar Türen zu öffnen. Sie haben einen hohen Bewegungsdrang und sollten idealerweise auch nach draußen in einen großen Garten dürfen. Eine sibirische Katze, unter optimalen Bedingungen gehalten und gesund gezüchtet, kann mit etwas Glück 12 bis 15 Jahre alt werden. Die Türkisch-Angora-Katze. Die ursprünglich aus der Türkei stammende Angora-Katze ist laut Genuntersuchungen die älteste Langhaarrasse der Rasse Katzen und somit auch die Urmutter aller Langhaarrassen. Sie ist eine mittelgroße Katze mit schmalem, schlankem Körper und feinem Knochenbau, insgesamt anmutig und geschmeidig aussehend. Sie gilt als eine besonders intelligente Katzenrasse, die ihre ausgedehnte Schmuseeinheiten mit ihren Menschen liebt. Sie bleibt ihr ganzes Leben eine verspielte und auch sehr neugierige Katze. Dank ihres ausgeglichenen Wesens verträgt sie sich mit allen anderen Artgenossen und auch mit Hunden sehr gut. Bei entsprechenden Lebensbedingungen kann eine Angora-Katze zwischen 15 und 18 Jahre alt werden. Die Ragdoll-Katze. Die junge Edelkatze stammt aus den USA, genauer gesagt aus Kalifornien. Sie ist eine große bis sehr große Halblanghaarkatze. Der breite Kopf ist oben flach, mit großem Abstand zwischen den Ohren. Die tiefblauen Augen sind groß. Wenn eine Ragdoll-Katze hochgehoben wird, entspannt sie und wird genauso schlaff wie die Ragdoll-Puppe, von der sie ihren Namen hat. Die Ragdoll ist wahrscheinlich die ruhigste aller Hauskatzenrassen. Dominiert wird das Wesen der Mieze jedoch von ihrer sozialen Ader. So ist sie sowohl mit ihren Menschen als auch Artgenossen sehr gesprächig. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase kann auch ein Hund für die Ragdoll-Katze ein toller Gefährte sein. Sie ist intelligent, aufmerksam und an dem Geschehen in ihrer Umgebung. Eine gesunde Ragdoll-Katze lebt ungefähr 12 bis 15 Jahre. Die britische Langhaarkatze. Britisch Langhaar ist die langhaarige Variante der bekannten und sehr beliebten Britisch Kurzhaar und sie wird auch Highlander oder Lowlander genannt. Sie ist eine mittelgroße bis große Hauskatze mit einem plüschigen eher mittelangem bis langem Haar. Die Beine sind eher kurz, die Brust breit und kräftig. Britisch Langhaar-Katzen vereinigen die Eigenschaften von Britisch Kurzhaar und Persern. Hektik oder Nervosität sind ihr fremd. Das Tier ist einfach lieb und sucht die Nähe zu ihren Menschen. Sie kann hier eine sehr enge Bindung entwickeln und ist eine perfekte Familienkatze. Sie liebt gemeinsame Kuschelrunden, lässt sich gerne verwöhnen und verhält sich eher ruhig und zurückhaltend. Sie passt sich den Lebensgewohnheiten in ihrem Zuhause an und ist daher äußerst unkompliziert. Auch mit anderen Haustieren verträgt sie sich sehr gut, selbst wenn diese etwas aufdringlich sein sollen.
Eine British Langhaar, gesund gezüchtet, kann 12 bis 15 Jahre alt werden. Die norwegische Waldkatze. Die norwegische Waldkatze, kurz als Norweger bezeichnet, ist eine ursprüngliche, ohne gezielte züchterische Einflussnahme entstandene regionale Hauskatze Norwegens. Sie ist groß, kräftig und muskulös gebaut, sehr robust und besitzt ein doppellagiges Fell aus dichter Unterwolle und aus stark wasserabweisendem Deckhaar. Norwegische Waldkatzen sind sehr sanft und gutmütig. Sie gelten von ihrem Wesen her als unkompliziert und verspielt und entwickeln eine enge Bindung zum Menschen. Sie brauchen viel Platz, Bewegung und Beschäftigung und freuen sich daher, wenn sie sicheren Freigang genießen dürfen. Norwegische Waldkatzen werden im Schnitt 15 Jahre alt. Die Perserkatze. Die Perserkatze ist eine der beliebtesten Katzenrassen überhaupt. Das bis zu 10 cm lange und üppige Fell der Perserkatzen macht die Tiere recht pflegeintensiv. Damit das Katzenfell nicht verfilzt, sollten Sie Ihre Katze idealerweise täglich bürsten. Die Perserkatzen sind mittelgroß bis groß und haben runde, breite Schädel, runde Ohren mit Haarbüscheln und eine sehr kurze Nase. Sie sind sehr anhängliche Tiere und sie lieben es, mit den Menschen zu schmusen und zu kuscheln. Da sie einen gering ausgebildeten Freiheitsdrang haben, gelten sie als perfekte Katzen für die Wohnungshaltung. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer reinrassigen Perserkatze liegt bei etwa 13 bis 18 Jahre. Die Maine Coon. Die Maine Coon kommt aus der USA und ist mittlerweile dank ihrer Natürlichkeit und tollen Charakter eine der beliebtesten Katzenrasse Deutschlands geworden. Maine Coon-Katzen können bis zu 120 cm Kopfschwanzlänge erreichen und haben einen kräftigen Körperbau mit breiter Brust und langem Rücken. Sie haben große, spitze Ohren, die am Ende mit Haarbüscheln versehen sind. Maine Coon-Katzen sind unternehmungslustig, haben aber dennoch ein ruhiges Temperament. Sie sind sehr anhängliche, liebenswürdige und gesellige Tiere mit einem hohen Kuschelbedürfnis, gleichzeitig lieben sie auch den Freigang und möchten sich draußen aufhalten. Die Maine Coon-Katzen sind außerdem auch so intelligent, dass sie auch Türen öffnen und das Apportieren erlernen können. Im Schnitt können Maine Coons bis zu 15 Jahren alt werden. Weitere Informationen sowie unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie du deine Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommst, findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.